So, hallo an alle zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Auch hier nochmal die kurze Ansage, wie in der ersten Folge, es kommen immer zwei Parts pro Tag. Ich sehe es immer von den Aufrufen, die meisten gucken mal nur den zweiten, nicht den ersten. Ich weiß nicht, liegt das daran, dass ihr allgemein nur einschaut oder daran, dass ihr den ersten gar nicht seht. Es kommen immer zwei. Jedenfalls, habe ich es auch schon gesagt, und zwar geht es hier um Livestream, wollte ich eigentlich machen, der muss ich aber verschieben von heute auf von anders. Ich schätze mal, der wird morgen Abend gemacht. Ganz grob, steht nämlich fest, heute Abend ging es leider irgendwie nur wahrscheinlich nicht, oder es wird wahrscheinlich nicht gehen, ich nehme jetzt gerade 4 Uhr nachts auf. Vielleicht bin ich nicht da und es ist jetzt zu blöd, wenn ich fest irgendwo was zusag und deshalb würde ich sagen, heute erstmal kein Stream. Ich wollte demnächst wieder Megaprojekt Livestream machen, der wird dann auch bald, ja, doch wieder umgesetzt. Ich müsste mal endgültig das aus der Welt zu schaffen, hier so ein Ding zu machen, genau. Ich glaube, die werden wir zwar alle niemals brauchen, aber egal. Okay, der kam ja soweit ganz gut an, deshalb, ja, mal gucken, vielleicht am Sonntag. Nicht so spät, ne? Dann sollten auch die meisten alle da sein. Gucken, es sollte was Nettes werden. So, ist auch noch vielleicht. Es kommt erst noch ein Ankündigungsvideo. Wenn kein Ankündigungsvideo kommt, dann kommt, dann kommen die Folgen nur normal. Also wenn normal eine Folge kommt morgen, dann gibt es doch kein Livestream. Aus welchem Grund auch immer. Kann immer was dazwischen kommen, ist ja klar. So, ich brauche Rubber. Rubber. Da erstmal ein Stack. Ich probiere es einfach nochmal. Ich teste ein bisschen aus. Ich glaube, wir haben das meiste schon erforscht. Wenn ihr euch durchguckt hier, alles soweit. Alles fertig. Komplett alle Dinger. Kompletten Transmitter. Obwohl, das war ja sowieso noch Tier 1 hier oben. Aber den Ofen, plus Kisten, plus Spiegel von den Golems, soweit eigentlich alles. Ich glaube, hier gibt es noch einen Advanced Straw Golem Worker. Ich weiß es nicht genau. Die Cores haben wir, die Crystal Cluster, oder was das hier war. Da, Crystal Clusters. Der Carnivora, den haben wir. Ich hoffe mal, das war's jetzt auch bald. Dann hätten wir nämlich Magie fertig. Magie gleich fertig. Ich hoffe es doch mal. Es gibt noch versteckte Sachen. Ah, hier eine Sache gibt's auch noch. Ich nehme an, das ist hier der Advanced Clay Golem, Straw Golem Worker. Mal kurz, hierfür brauchen wir echt die Seeds dafür? Scheint nicht. Ein unbekanntes Rezept auch noch mit Dings hier. Bücher vielleicht? Nein, anscheinend nicht. Werkzeug vielleicht. Auch nicht. Kisten vielleicht. Auch nicht. Dirt? Nein. Kommen wir denn da mal durch? Obsidian auf keinen Fall. Blaze Rods, Magie vielleicht noch mal was, irgendwas? Nö. Ja, es wird wieder kompliziert, meine Freunde. Es fehlt mir noch mal was. Etwas mit, Dings fehlt noch und ich würde sagen, die ist auch nicht. Ich guck da mal nach oder so. Genau, hier müsste ich nochmal nachgucken, weil es wird jetzt zu lang rumgefuselt. Bis gleich, Cut. Okay, ich hätte eine Vermutung. Ich habe gerade ein bisschen rumgeguckt. Ich hätte eine Vermutung. Könnte vielleicht ein arkanes Ohr sein. Arcane Ear. Würde ich so mal schätzen. Vielleicht. Und dafür brauchen wir zum Beispiel erstmal, ich probiere es mal mit Jukebox bzw. Noteblocks, aber scheiß auf die, das haben wir eh genug. Ich würde sagen, wir machen erstmal Jukeboxen. Wie ging das nochmal? Ich glaube, die waren hier einfach die Dinger Holz mit Dia innen drin, gell? So, dann Dia rein. War das das? Ich probiere es einfach mal. Eine reicht. Ich weiß, man kann noch Noteblocks machen, aber egal. So, und zwar da. Jukebox, ich hoffe mal. Ja, natürlich sind es Jukeboxen. Das ist das arkane Ohr. Arcane Ear. Ein paar Sachen fehlen wohl doch noch irgendwie. So, Diamonds. Who cares? Das heißt, den haben wir auch nochmal rein hier. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Will ich aber gleich machen. Und alternativ mal, kann ich parallel zufällig nochmal die Dinger hier hochschalten. Wäre ganz nice, weil ich würde nämlich gerne noch wieder weiter Kohle, Gold durch Maceraten und so. Kann nämlich gerade mal hier und hier das nehmen. Und endlich mal wieder ein bisschen was zu den Dias hinkommen. Das heißt, so. Bis wann braucht der den denn? Das ist die Frage, weil...
Ich mach's einfach im Stream. Gut, genau, Jukeboxen, weitere Jukeboxes. So, dann. Ich würde sagen, wir brauchen noch so 3 Stück, oder? Einmal durchgehauen. Die 3 wieder rein. Nein, reicht nicht. Ha. Komm, einen noch. Jetzt muss er reichen. Oh, wir haben gerade einen Stack Dias weggeschmissen. Fast ein Stack. Ja. Meine Fresse. Gleich nochmal 3 durchgemacht, ist mir jetzt egal, auch wenn da welche übrig sind. Die kann ich nämlich einfach mit verheizen. Zack, mal schnell verschenkt. Doch egal. Als nächstes brauchen wir noch Redstone. Und Glowstone brauchen wir auch noch. Das weiß ich nämlich noch. Glowstone. Plus Redstone, weil es auch ein Mechanismus ist. Und dann dieses Ding-Element, Aura, Air, Wind, Breath. Und dafür würde ich einfach mal, weil ich es kann, die Air Shards auch nehmen. Ich meine, ich habe davon genug und ich habe gerade keine Chicken-Feder. Obwohl, die kann ich auch, auch aus Yuyu-Meta machen, oder? Egal. Egal. Arcane Ear. So, mal gucken, was kann das denn? Arcane Ear. Okay, das kann Sounds auffangen, was von Noteblocks in der Nähe ausgelöst wurde. Und wenn das das hört, dann gibt es ein kurzes Redstone-Impuls. Okay, nur den reinen Nutzen. Ich glaube, damit kann ich momentan hier nicht allzu viel machen. Also wenn jemand zum Beispiel mit Druckball läuft, dann macht es blim und dann würde das Ding halt ein Redstone-Signal auslösen. Nur die reine, der Sinn, was man hier vielleicht damit machen kann, ist vielleicht nicht so das Wahre. Kann man hier probieren. Gibt's hier was? Nein, kein Rubber mehr. Kann ich mir Shards reintun? Auch nicht mehr, hier gibt's nichts mehr. Redstone vielleicht? Nein. Glowstone auch nicht. Also das sind so die wesentlichen Elemente. Wenn das nicht mehr gibt, dann... Wir haben alle Rezepte durch. Wir sind fertig mit Magie. Es sei denn, es fehlt noch was. Das habt ihr gefragt. Fehlt noch irgendein Rezept oder habe ich das tatsächlich schon durch? Das ist die Frage. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, weil das würde mich jetzt nicht interessieren. Ich glaub, es ist alles durch, gell? Das Einzige, was noch fehlen würde, sind noch ein paar Spezialsachen hier. Die kriegt man aus diesen Fragmenten. Die man in den Kisten findet, diese Parchment-Fragments oder diese, keine Ahnung, Zettelfragmente. Gibt es noch extra was, damit kann man die Golems verbessern. Aber ansonsten müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ich probiere nochmal Soul Sand geradeaus wegen Golems. Vision the Golems. Mal gucken, da nochmal. Ich muss jetzt den Stack mit. Aber wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann haben wir es durch. Ich hoffe es mal, dass wir endlich am Ziel angelangt sind. Da kommt nichts mehr. Schön. Ja, schön. Fertig mit Magie. Hoffe ich doch mal. Also ich zeige euch nochmal ganz kurz hier das ganze Ding hier drin. Wenn noch was fehlt, bitte Bescheid sagen. Wir spielen übrigens noch auf 1.4.7. Das heißt, wenn eine neue Version von dem Mod gibt, wo neue Sachen drin sind, die haben natürlich noch nicht mit drin, ist klar. Aber ja, dann würde ich sagen, wäre es das von der Magie gewesen. Fertig mit Magie. Zack, jetzt können wir unten das Lager ein bisschen umräumen. Wir wollten jetzt nämlich noch unten auch ein etwas größeres Lager vielleicht noch dran bauen. Wir wollten noch die Etage drunter klatschen. Wir müssen aber mit dem Raum hier noch irgendwas nutzen. Hat jemand eine Idee, was wir hier unten drunter noch machen könnten als Nutzen von diesem riesigen Raum? Ich will jetzt nicht runterspringen, muss wieder Jetpack anziehen. Aber ihr kennt's ja. Was wir alles runter machen könnten, das könnt ihr mir jetzt vorschlagen in den Kommentaren. Ich bin da offen, ich habe so ein bisschen an Monsterfalle gedacht, vielleicht noch mal ein größeres Lager unter anderem. Was gesichert ist zum Beispiel mit Warded Blocks oder so, einfach so Scheiß. Weil wir es können. Ja, haut's einfach rein. Ich gucke mir das Ganze an und dann überlege ich mir das mal, ne? So. Für diejenigen, die noch dran sind, also es gibt eventuell, ich habe mir was überlegt, ein neues Projekt bald. Und zwar ist das auch ein neues Mod Let's Play, aber auch was Spannendes und auch Interessantes. Und zwar Hexit. Wer es vielleicht schon kennt, okay, wer es noch nicht kennt, ist ein bisschen mehr so auf Magie ausgelegt.
Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und es ist eigentlich ganz geil. Aber ich habe das so gemacht, es wird kein normales Let's Play werden, sondern das wird so eine Art mehr oder weniger auch Stream-Projekt. Das heißt, wir machen Livestreams, wo wir da drin spielen und es wird auf YouTube eine kurze Zusammenfassung hochgeladen. Das heißt, was wir gemacht haben, so ein 15-Minuten-Part, jedes Mal, wenn ein Stream war. Das heißt, es gibt nichts Regelmäßiges. Aber es macht richtig Bock, so wie ich das mitbekommen habe. Da habe ich mich mal was Eigenes nur für Streams zum Beispiel, was so normalerweise nicht kommt. Ich finde das mal interessant. Und ihr könnt ja sagen, ob ihr drauf Lust habt. Habt ihr Lust auf Hexe zum Beispiel? Da ist ein bisschen mehr von Magiezeug drin. Da gibt's, ich kann sagen, was nicht drin gibt, es gibt nicht Thaumcraft. Also das, was wir jetzt gemacht haben hier, gibt es da nicht drin. Da gibt es andere Sachen drin, die noch ganz interessant sind. Aber das gibt's nicht, weil das haben wir oft genug durchgemacht. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann hängt so ein Hals raus, ne? Das heißt, das gibt's nicht drin, aber ein paar andere tolle Sachen gibt es auf jeden Fall. Dieser Miniumstein gibt es da zum Beispiel auch nicht, aber dafür gibt es auch wieder was anderes. Das ist relativ genial gemacht. Ich finde das richtig geil. Vor allem von der Erkundung, wie die Höhlen aussehen, so weiter und so fort. Das ist richtig schön gemacht. Wäre ein tolles Stream-Projekt. Ich würde das halt demnächst dann auch starten. Hoffen wir, ihr seid dabei. Könnt ihr gerne schreiben, wer so dazu sagt. Wäre es interessant, wäre es nicht interessant. Ich hoffe doch mal, es wäre interessant. Oder beziehungsweise, ich kann euch sagen, es ist interessant. Das ist gar keine Frage. Das ist interessant. Ich hätte mal sagen, das ist wirklich cool gemacht. Ich habe auch nach Feed the Beast jetzt schon richtig Bock drauf gekriegt. Achso, Simon. Ja. Das heißt, da sind wir doch mal gespannt, oder? Ich hoffe es mal. Schreibt es mir in die Comments. Ich habe die Ohren offen. Da draußen ein Zombie, der hoffentlich vielleicht Zombie Brain droppt, damit ich mir dann Warded Jama draus machen kann. Der hoffentlich geht. Komm mal her. Kommst her. Ach Gott, ich will jetzt hier irgendwie nicht drüber springen. Ja, genau. Da, Zombie Brain. Danke. Oh nein, nein, Creeper, du kommst jetzt hier nicht hin. Kann ich hier, Moment, Jump drüber, genau, das geht ja noch. Ich wollte gleich auch nochmal mit Souls hin, dann die andere Farm noch machen, aber ich will so vieles machen. Ihr macht einfach, genau, schreibt, ihr könnt, schreibt einfach einen Wunsch rein, schreibt einfach einen Wunsch in die Kommentare und wir gucken uns das Ganze mal an. So, da ist dann bestimmt für jeden was dabei und dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Natürlich können wir erstmal bei den Farmen das Zeug hier weiter ausbauen, das heißt, ihr müsst erstmal auch wieder logischerweise mal das ganze Zeug hier abgeändert werden, weil die Cover und so kann ich mir jetzt sparen hier eigentlich. Die sind ja nicht mehr up to date. Da kann ich ja, oder ich habe das ja verkleinert, sagen wir mal so. Jetzt habe ich gleich noch ein bisschen Marble mit ein, womit wir das dann hier fertig machen. Mob Farm kommt, glaube ich, als nächstes, braucht Experience, weil ich würde dann gerne ein paar Sachen verzaubern und so. Dann geht es nochmal in den Nether, werden Wither Skeleton Skulls gefarmt. Können wir mit auch im Stream machen. Also Megaprojekt-Stream und Hexe-Stream. Das wird extra extern mal dann angekündigt. Ne? Also es ist vielleicht manchmal beides. Am Anfang das, am Ende das oder so. Aber im Wesentlichen, ja. Immer darauf achten, was in dem Video drin steht. Die Streams sind nicht immer gleich. Da gibt es immer schön Abwechslung drin. Okay. Ich habe irgendwie den Bock am Streamen gefunden. Frag mich nicht, wieso. Es funktioniert nämlich jetzt endlich mal. Ich habe ewig gebraucht für diese Einstellung. Ewig gebraucht. Und jetzt klappt es endlich mal. Wegen Internet und so. Ich habe ja immer noch eine Bambusleitung. Ihr wisst ja, feinstes Bambus. Muss holzen alles. Nein, ich krieg auch kein besseres Internet. Es bringt nichts, wenn ich ein besseres bestelle. Das ist halt limitiert durch den Standort, wo ich bin. Ich meine, du kannst am Nordpol keine High-Speed-Internet-Leitung dir holen, ne? Das geht ja nicht. Nein, ich wohne nicht am Nordpol. Es war nur ein metaphorischer Vergleich. Okay. So, die Farm hier müssen dann soweit eigentlich laufen. Ja, schön. Danke, Wisp. Danke, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass hier viele rumrennen, aber das Mikro, mal egal. Ich mache das Humus gerade raus. Und die Saplings alle raus. Und das Holz weitestgehend alles raus. Tun wir das Humus hier wieder rein. Und lass die Farm gleich mal wieder durchlaufen. Lass mal kurz hier. Da. Genau. Einmal reinschmeißen. Okay. Und dann tagsüber müssen wir das Netz hier gleich wieder loslegen. Die Oak Saplings und so kann ich mal raustun. Und ja. Dann würde ich sagen, müssen wir schnell wieder zurück. Die Farm müsste jetzt Tagesanbruch weitergehen. Und hier hinten muss ich auch ein bisschen ausbauen, merke ich gerade. Genau, wir wollen es ja noch schön machen. Es soll ja nicht doof aussehen. Es soll ja schön aussehen. Da überlege ich mir ja noch was wegen dem Terraform und so, wegen dem Ausbauen. Das kommt demnächst wohl auch noch dran. Machen wir uns ein richtig geiles Grundstück. Auch dekorativ natürlich. Es soll nicht nur Technik halt beinhalten, sondern auch schön aussehen verhältnismäßig dann. Und ich glaube, unten das Video-Meter brauche ich gar nicht erst ausräumen, weil das wird eh wieder voll sein bis zum nächsten Mal. Da darf ich gleich wieder ausräumen. Und überfüllen wird es auch nie bis zum nächsten Mal, wenn ich hier drauf bin. Ich glaube, das reicht. Setz hier mal ein Fackelchen hin. Tu mal auch mal wieder das ganze Zeug rein. Inventar ist wieder überladen. Die ganzen Saplings muss ich mal irgendwo eine Spezialkiste oder so reintun. Ich brauche mehr Lagerplatz. Ihr seht schon, das Lager ist ziemlich begrenzt.
Kann ich die irgendwo... Ich wüsste nicht, wo ich die effektiv mehr unterbringen kann. Hier eigentlich in die Kisten kommen die rein, aber... Ihr seht ja, alles voll. Alles voll. Die könnte ich zum Beispiel raustun. Da sind die Glaspanes, die nehme ich gerade mal mit, weil die brauche ich nämlich. Ich wollte davor noch was fertig machen. Slabs kommen raus. Cobblestone Slab kommt raus. Stone Brick Slab kommt raus. Und dann kann ich endlich mal, endlich nach Jahrtausenden das hier machen. Ah, schön, zu. Okay, von außen wollte ich auch noch dekorieren. Verdammt, stimmt ja. Und hier fehlt... Warum fehlt denn hier was? Doch fehlt was. Jetzt nicht mehr. Scheint das irgendwie aus Versehen abgebaut oder so. Und ja, bei den Golems hier, das die meisten, das meiste, was hier ist, sind übrigens auch noch. Ich habe noch normale Seeds, da ist noch normale Seeds. So, da könnte ich mir eigentlich wieder mehr normales Zeug anbauen. So, genau, ich mache wieder. Nein. Einfach mal alles hier entfernen, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, das hat sich das Flachs so verbreitet. Ich hätte aber gerne mehr Getreide. Könntest auch intelligente Golems machen. Mal gucken. Ich überlege mir da noch was. Es gibt tolle Sachen. Das ist jetzt so eine Rundfrage. Das heißt immer, hey, ich lese die Kommentare nicht. Naja, doch. Manche Kommentare lese ich eigentlich mit Absicht. Aber viele Kommentare lese ich eigentlich auch die meisten. Also ich schaue jeden Abend bei dem Video erstmal in den Kommentar rein, was da so drin steht. In letzter Zeit kann man dauernd, was ich gegen Broken Thumbs habe oder so. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich habe nie was gegen die gesagt, oder? Ich glaube, ich habe mal nebenbei mal schön gesagt, ja, hier, Spezialisten hier von Broken Thumbs, dass die mal nicht wieder irgendwas kaputt gemacht haben oder so. Sind ja berüchtigt dafür. Aber sonst, ich habe nichts gegen die. Ich habe bis jetzt auch noch nie mit denen aufgenommen, weil ich weiß nicht, dass ich nichts gegen die habe. Ist irgendwie nie dazu gekommen. Ich habe die, glaube ich, nicht mal ins Gold. Soweit ich weiß. Aber vom Wesen habe ich nichts dagegen. Es kommen schon Leute an, beleidigen. Ey, du Hässliger, was hast du gegen Broken Thumbs? Nix, was soll ich gegen haben? Nix Wichsames jedenfalls. Nein, tut mir leid. Es war nur ein Spaß. So. Okay, von der ganzen Sache läuft die Geschichte hier. Die Folge ist auch schon wieder voll. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ja, eventuell im Stream oder sonst wo. Gucken wir mal, wie das Ganze dann wird. Und dann hätten wir eigentlich alles fertig, oder? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.